Die Bahnlinie ist gerade sowieso stillgelegt, wenn mich nicht alles täuscht. Dann baue ich das mal anders. Baue ich das mal ein bisschen näher hier ran. Huch. Muss das mal so hier halten kurz. So bitte nicht, das sieht bescheuert aus. Das sieht... Alles andere ist gut aus. Moment. Das kann ich ja so nicht anbieten. Das ist eine Sünde an Verkehrsbau hier. Ja, schon besser. Ist, verdient jetzt zwar auch nicht unbedingt den Schönheitspreis, aber es geht. So, dann kann ich ja das ganze Zeugs mal wieder einschalten, das ich hier gerade ausgeschalten habe. Wegen Geld. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt effizient sind, die Dinger. Allerdings muss ich jetzt erstmal sparen, bevor ich was baue. Kann ich jetzt hier was ranbauen wieder? Immer noch kein Platz. Der Fug. Okay, was muss ich da noch verlegen? Kann ich hier eventuell die Straße... eigentlich wollte ich eine gerade Straße, liebes Spiel. Das habe ich jetzt wieder verpeilt. Kann ich hier hinten vielleicht die Straße dann noch weiter verlegen? Ich weiß, ich baue das gerade unheimlich hässlich. Aber ich muss gerade mal ein bisschen rumexperimentieren hier. Kann man denn hier die Straße ein bisschen so parallel zu der Bauernlinie bauen? Das ist in der Realität teilweise auch so. Dass die schlichtweg einfach parallel sind, die Straßen. Das wäre jetzt nicht mal so unrealistisch, ne? Kann ich die hier ranbauen und die bitte gerade. So, dann kann ich ja... Ja, ich wollte eigentlich diese Straße hinten wegbekommen, dass ich hier rum vielleicht noch bauen kann. Da muss ich mal schauen, kann ich hier... Zu große Nähe zu bestehenden Kreuzungen. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn das funktionieren würde. Ja, da ist die Straße zu nah. Kann ich denn hier rüber? Wenn ich die Straße ein bisschen weiter wegbaue. Moment. Hallo, Spiel. Ich glaube, das Spiel ist gerade eingefroren. Das ist wieder gut. Okay. Keine Rückmeldung. Okay, das Spiel ist eingefroren. Bis gleich. So, da bin ich wieder, nachdem mir das Premium-Spiel gerade abgeschmiert ist. Es ist, glaube ich, nicht... Ne, es ist gar nichts weg. Das wundert mich. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das hier drauf liegt. Okay, ich kann es abreißen. Als ich hier gerade abgerissen habe, ist das Spiel abgeschmiert. Ich weiß nicht, woran das schon wieder lag, aber naja. Das macht SimCity auch gerne mal abschmieren. Das kann's gut. Was ist denn mit dem Zug hier los? Der Ladehemmung oder was? Hä? Was geht denn mit dem Zug ab? Deutsche Bahn oder was? Scheint so. So, das wollte ich eigentlich nicht. Warum mache ich das überhaupt? Warum zur Hölle mache ich das so? Ich kann doch hier einfach... Boah, sieht der scheiße aus. Nee, besser nicht. Erstmal hier durch. Und dann würde ich gerne... Oh Gott, nee. Würde ich gerne die hässlichste Straße ever bauen. Wie sieht das denn aus, Alter? Sorry, aber das geht aber gar nicht. Das kann man da nicht anbieten hier. Das geht aber gar nicht klar. Besser. Sieht zwar jetzt auch nicht sonderlich hübsch aus, aber naja. Es geht. Ich hoffe, dass ich jetzt hier was hinbauen kann. Natürlich nicht. War ja klar. Wäre auch zu schön gewesen, ne? Ich muss jetzt hier mal was zusammensparen. Und dann reiße ich die vier hier nochmal ab und platziere die neu, dass ich hier das Gebiet besser ausnutzen kann, weil ich glaube, so wären wir nicht glücklich hier. Natürlich muss ich das Ding auch noch ausbauen, das wird noch lustig. Wundert mich gerade, dass ich gar nichts verloren habe. Scheinbar hat er vom Absturz noch gespeichert. Also ein paar gute Sachen hat diese Cloud-Speicherung, ja. Kann man jetzt nicht sagen, dass es ganz schlecht wäre, muss man ehrlich zugeben. Allerdings kann ich sie trotzdem leider nicht vertreten. Aus diversen Gründen.
Nee, es ist ja blöd. Man kann halt auch zum Beispiel hier, wenn man die Katastrophen loslässt oder so, kann ich ja machen, aber ich kann die Stadt dann auch nicht neu laden. Also ich muss sie zerstört dann akzeptieren. Wenn ich jetzt einfach zum Spaß mal so einen Dinosaurier über meine Stadt jagen will, dann geht das ja nicht, weil ich kann ja nicht einfach speichern und dann nach der Katastrophe die Stadt neu laden. Das geht ja alles nicht. Es ist an sich schön und gut, das mit dem Cloud-Zeugs, aber ich würde sowas zum Beispiel optional machen. Dass man seine Spiel, dass es zwar automatisch speichert, aber lokal. Und dass man dann halt bei Bedarf seine Spielstände in die Cloud hochladen kann. Das wäre zum Beispiel so eine Sache, die ich ganz gut fände, aber diese zwingende Cloud-Speicherung muss für mich überhaupt nicht sein. Und ich habe, glaube ich, auch schon mal irgendwann gesagt, oder zumindest gelesen, dass es ein leichtes wäre, die Spielstände bei SimCity einfach umzuschreiben, dass sie lokal gespeichert werden. Aber naja. Ich soll mich ja nicht mehr so viel über Spiele beschweren und deshalb halte ich jetzt mal die Klappe und spiele. Ne? So, fehlende Arbeit schon wieder. Was habt ihr denn alle für Probleme? Warum habt ihr fehlende Arbeit? Ich habe doch hier nicht besetzte Jobs, oder? Habe ich die nicht mehr? Ich habe doch massig nicht besetzte Jobs der unteren Einkommensschicht. Warum zur Hölle kommen die nicht hin? Haben die keine Arbeit? Ich meine, das ist ja jetzt irgendwie nicht logisch, ne? Ich meine, die müssen doch... Hä? Wir haben den Überschuss an Wohngebieten der unteren Einkommensschicht. Haben aber nicht besetzte Jobs der unteren Einkommensschicht. Hä? Wir haben rein gar keine Arbeitslose. Aber die haben keine Arbeit. Hä? Wer mir das logisch erklären kann, versucht's, glaube ich, gar nicht. Das bringt nichts bei SimCity. Logische Erklärungen sucht man ja, glaube ich, vergeblich. Ja. Also das ist so eine Sache, da wo ich mir dann denke, willst du mich verarschen, Spiel? Also ich bemühe mich wirklich jetzt, mich nicht mehr so über das Spiel aufzuregen. Aber das Spiel macht's einem auch nicht gerade leicht. Muss man ganz ehrlich sagen. Macht's einem auch nicht gerade sehr schwer, sich nicht sehr schwer sich aufzuregen. So sollte das in irgendeiner Form lauten. Das war jetzt wahrscheinlich extrem unlogisch, was ich da wieder dahergebracht habe. Das kann gut sein. So, wie viel haben wir denn jetzt hier? 191.000 ist nicht wirklich viel. Wir hatten doch schon deutlich mehr. Allein mit dem Rohöl hatten wir doch schon mehr, oder? Treibstoff 192.000 am Tag. Ja gut, wir brauchen jetzt halt erstmal die... Früher konnten ja die Handelsdepots den Treibstoff, das Rohöl hier direkt verkaufen. Das geht ja jetzt nicht mehr. Und da die ja alle voll sind und ich hier keine Lager mehr habe, ist das ja klar, dass die nichts verkaufen. Ich muss das also jetzt erst hier voll ausbauen, dass die Stadt wieder klarkommt und dass auch der Treibstoffprofit steigt. Ich weiß gar nicht, ob wir mit den zwei Raffinerien das schon schaffen werden, die 800.000. Ob ich das überhaupt so schnell schaffen will, ist die andere Frage. Wir haben auf jeden Fall hier noch volle Lager, also sind die noch gut ausgelastet. Die lagern aber auch nur 2000 Barrel, das ist auch recht wenig, ne? Wenn man mal sagt, hier haben wir schon 4000 Barrel. Ja, wir können ja, wenn wir die ausgebaut haben, den Überschuss hier einfach einlagern und verkaufen, damit den Handelsdepots. Das würde ja gehen. Das ist ja nicht so das Problem jetzt. Aber wir haben jetzt schon 234.000. 10.000 Barrel am Tag verkaufen wir. Das läuft doch ganz gut. Das ist doch schon mal schön. Dann haben wir hier auch die vierte... Ja, das Gebiet kann ich eh nicht mehr nutzen. Baue ich die hier hin. Die vierte haben wir jetzt auch. Also ist das Ding voll ausgebaut. Dann sollten wir hier dran immer noch ein Rohöllager einfach klatschen. Damit das Rohöl abgeholt, das überschüssige Rohöl auch exportiert wird. Weil sonst produzieren die ja alle sinnlos. Und das will ich ja auch nicht. Huch. Wollte ich nicht. Das wollte ich noch weniger. Ich wollte schauen, ob das hier auf Export ist. Ist es aber gut. Dann wird das überschüssige Rohöl hier einfach eingelagert. Und wenn da mal Knappheit herrschen sollte bei diesen Ölraffinerien, dann wird das hoffentlich auch genutzt, dieser Überschuss. So, hier brauchen wir auf jeden Fall noch wieder ein neues Ding. Das wollte ich reorganisieren. Da brauche ich aber erstmal 4x40 ist 160.000 mindestens. Denn sonst, dann reiße ich die vier hier, wie gesagt, nochmal ab und baue die neu. Damit wir hier eventuell mehr Platz haben für Sonnenkollektoren. Weil momentan ist der Platz hier ein bisschen beschränkt. Och, da haben wir auch schon wieder Probleme. Ach ja. Ja. Immer diese Probleme überall. Das kommt noch klar, ja.
Strom läuft, okay, also Strom läuft noch. Wir haben auch schon wieder 16 Megawatt Überschuss nur. Das heißt, da hinten die Stadt ist schon wieder ohne Strom. Wobei das eigentlich voll logisch ist, wenn man 16 Megawatt Überschuss hat, dass die Stadt da drüben dann keinen Strom mehr bekommt. That logic. Schlimm. Ich kann ja derweil mal anfangen, diesen Kandidaten hier abzureißen. Und den hier drüben neu zu bauen, näher an der Straße. Da müsste er aber erstmal verschwinden. Danke sehr. Kann ich gar nicht, WTF? Hä? Ist das Schild hier im Weg? Nee, oder? Das kann doch gar nicht sein. Warum kann ich hier unten nichts platzieren? Okay. Dann mache ich das mal so und schau, ob's geht. Dann werde ich jetzt wahrscheinlich... Nee, 80.000, dann habe ich noch 20.000 Puffer. Das wird eng. Das wird... Hä? Wieso kann ich unten nichts bauen? Hä? Ist hier irgendwas, was das blockiert, oder... Ist das wieder irgendein Bug? Ich konnte doch die hier drüben auch ohne Probleme bauen. Warum hier nicht? Überlagerung, ja, von was wird das denn überlagert? Das hat doch hier locker Platz. Wieso ist der Platz überhaupt dann da, wenn man den nicht nutzen kann? Hä? Okay, soweit kann ich nicht abreißen. Ich reiß mal die Straße hier ab. Ich bezweifle, dass das was bringen wird. Nee, es bringt gar nichts. Weil dann muss ich die so wieder aufbauen. Hä? Ich muss das jetzt nicht verstehen, oder? Ich glaube nicht. Ja, okay, dann kann ich das wohl nicht so gestalten, wie ich das gerne hätte. Dann hilft es mir nichts. Ich muss... Die Straße kann ich aber auch nicht weiter abreißen. Ich kann es jetzt zwar hier jetzt abreißen, dass ich hier weiter hinterkomme. Aber dann muss ich halt die Straße komplett wegmachen. Dann geht die Straße ins Industriegebiet hier hinten lang. Ist zwar ex... Warum habe ich die eigentlich nicht einfach angeschlossen? Kann mir das mal einer erzählen? Sorry. Tut mir jetzt echt sorry. So, bitte Straße anschließen. Das macht jetzt so auch keinen Sinn. So, hinten können sich von mir aus noch Industriebetriebe aufbauen. Hier geht es sowieso nicht mehr. Aber hier wird es gehen. Wenn ihr wollt, könnt ihr da schon anfangen. So, dann müsste ich in der Theorie hier hinten vorbeikommen, oder? Ja. Zumindest, ja, da komme ich aber hier nicht mehr weiter. Vielleicht kann ich dann hier... Mal schauen. Sehe ich gleich. Ich hoffe, dass ich dann hier so irgendwie so rum kann. Sieht zwar dann extrem hässlich aus, aber das macht ja nichts, solange es produziert, ne? Sieht auch extrem hässlich aus, wenn ich hier rauszoome, dann dieser Rand hier entsteht. Bäh, Hilfe. So, jetzt muss ich nur schauen, dass meine Reserven, also meine Geldreserven, nicht ausgehen, weil sonst habe ich ein Problem. Ich hoffe mal, das ist nicht der Fall, aber ich glaube, wir haben jetzt ja schon wieder was. Wir machen auch noch mit Rohöl 44.000 am Tag, das ist gut. Es zählt ja alles hier dazu. Und ich bin mir aber noch nicht, ich glaube weniger, dass wir das mit den zwei Raffinerien und dem Rohöl schaffen werden, die 800.000 hier zu erreichen, oder? Ich bin mir da echt nicht sicher. Ich glaube nicht, dass das was wird. Man kann ja hoffen drauf, aber ich bezweifle es ganz stark. Hm. Okay, Treibstoff ist voll. Warum liefern die immer hier hin und nicht hier? Wir haben doch hier auch Treibstofflager. Hier wird es doch auch verkauft. Hä? Okay. Ich hinterfrage einfach mal gar nichts mehr. Vielleicht hilft es. Ach ja, den Timer habe ich gestartet. Ich habe gerade schon mit Panik drauf geschaut, ob ich meinen Timer gestartet habe. Sonst verpeile ich das wieder und weiß nicht, wie lange ich aufnehme. Dann nehme ich versehentlich 2 Stunden auf, obwohl ich noch eine aufnehmen möchte. Für euch wahrscheinlich nicht unbedingt der Schaden. Wobei euch ist es, kann es ja eigentlich egal sein, weil ihr kriegt da die Folgen normalerweise ohne Pause. Wenn ich nicht mal ein bisschen was verpeile und mal, ja, wie gesagt, aufs Aufnehmen mal verpeile. Und ich kann schon wieder nicht reden heute. Was ist denn los? So 90.000, da kann ich hinten also... Noch so ein Teil bauen. Jetzt ist die Frage. Hinten kann ich jetzt weiterbauen. Okay, dann kann ich nämlich hier und dann hier runter. Sollte gehen. Hoffe ich. Baue ich jetzt einfach mal drauf.